Kuckuck. Und herzlich willkommen wieder zurück bei Uncharted 4. So, der Nathan Drake, der hat, ich glaube, mein Propeller hört man, oder? Mein Ventilator. Aber ich denke mal, das könnt ihr mir hoffentlich verzeihen, weil ich meine, das mit der Wärme, das ist ja nicht nur mein Problem. Das haben wir alle momentan. Also wir haben heute, jetzt, dass sich das Ding hier im eiskalten sibirischen Winter sich anzieht. Wir haben heute den 20. Juni. Rauskommen wird die Folge am 23. Juni. So. Also wer jetzt sieht an der Beschreibung hier, am 23. Juni erschien die Folge. Was quatscht der von 20. Juni? Am 20. Juni haben wir jetzt, wenn ich das Ding aufnehme. So, dreimal erklärt und einmal verarscht. So, habe ich mich selber. So. Okay, ist hier vielleicht ein Schatz mit runtergefallen? Ja, also wir haben wieder sommerliche Temperaturen. Aber heute habe ich gesehen, ist es zum Glück ein bisschen kälter als gestern. Gestern hatten wir 36,5, heute haben wir 35,5. So, hier ist wirklich ein Schatz mit runtergefallen. Guck mal hier. So, was ist das? Tischtennisball. Nee, keine Ahnung. Dann gehen wir mal hier hinunter. Die Bösewichte lassen auch auf sich warten heute. Ja, hier. Okay. Ja, komm schon. Hey, schau. Die Münze. Willst du sie? Ja, klar. Warum nicht? Mal sehen, was da unten ist. Mit etwas Glück, Haufen von Gold und Juwelen. Ja. Sam, endlich, bist du okay? Geht doch mal durch hier. Nichts gefunden. Tja, das ist definitiv der richtige Ort. Komm hier rüber. Ernsthaft? Okay, ich bin unterwegs. Na komm. Gut. Das ist aber schön hier, oder? Hätte ich gar nicht gedacht. Schöne große Treppe. Da könnten wir gleich mit dem Auto runterfahren. Warum haben wir das Auto nicht mitgenommen? Na ja, gut, haben wir. Wir sind ja ausgestiegen. So, mach mal auf hier, komm. Sally, bin ja weit voraus. Wow. Hey, seid ihr unsere Jungs? Yep. Henry Avery, Thomas Two, echte Komplizen. Ach so, ich darf ja wieder steuern hier. Guck mal an. So, wo sind wir gelandet? Was ist das? Ja, hat er ja gerade gesagt, ich weiß. Aber bevor wir hier das Richtige machen, machen wir erstmal das Falsche und sehen uns hier um, falls wir noch Schätze finden könnten. Aber hier blinkert nirgendwo was. So, na dann, hä? Alter. Erschreck mich doch nicht so, Mann. Aber das letzte Zahnrad, was runtergefahren hat, das konntet ihr nicht sehen, weil ich die Kamera aus hatte. Da habe ich schon ein bisschen gezuckt in der letzten Folge. So, machen wir mal. Guck mal hier, pass mal auf. Die Gründer. Die Gründer von was? Der schlimmstmöglichen Schnitzeljagd. Hier sind die Siegel von Avery und Two. Die sind aber etwas anders. Ja, wir haben diese Sternmuster. Ach, jetzt muss ich auch noch rätseln hier. Ich dachte, du machst das alleine. Ja. Was Sternmuster? Warte. Die drehen sich. Aber in welche Richtung sollen sie zeigen? Haben können wir hier. Nee. Warte, wissen wir, das machen wir ganz gekonnt. Ja. Ja. Einmal drehen und nochmal durch. Ja, warte kurz. Mehr Piratensymbole. Adam Baldridge, Anne Bonny und Christopher Condon. Kann ich hier irgendwo einen Hinweis kriegen? Der Affe an der Glocke kommt gut.
Keine Ahnung. Können wir hier, dass man. Zu viele Kombinationen. Ja. Schauen wir doch mal, wo diese Tür hinführt. Ich ja. Oh, ein paar Schätze. Da sind wir schon zwei. Hey, so. Ich hatte recht. Baldridge, Bonnie und Condon. Sehr schön. Aber was machen die überhaupt hier? Tja, finden wir es raus. So. L2, wo ist L2? Ach, hier. Wow, dieser Schnauzer. Beinahe so beeindruckend wie deiner. Ach, nicht schlecht. Mm. Hier, guck mal hier. Hey, sieh mal die Sterne. Die auf den anderen Siegeln von Avery und Two im anderen Raum. Hey, du hast recht. Ja, was schreibt er sich jetzt hier rein? Die Kombination oder was? Baldridge. Okay, gut. Damit finden wir die Kombination hier raus. Ach ja, Condent nannte man. Hier ist noch so ein Sternmuster. Ja, aber das hier ist anders als das erste. Oh ja, gut aufgepasst. Der sieht irgendwie aus wie von Flug der Karibik hier da. Alles. Bonnie war ein Rotschopf. Ja. Was denkst du? Die Siegel von Avery und Two. Die Sterne passten zueinander, weißt du noch? Ich wette, das tun die auch. Ach so. Diese Kanten da, das sehe ich jetzt erst. Zurücklegen. Ich meine, das ist ja wohl mal alles offensichtlich hier. Ach so, und jetzt so finden wir die, und jetzt finden wir die Kombination hier raus, wie die sein müssen. Okay, alles klar. Ja. Okay, dann nehmen wir mit. Machen wir mal. So. So. Wir können das doch auch jetzt an uns ansehen, oder? So. Das müssen wir mit den Füßen nach links, mit den Flügeln nach rechts. Quatsch. Ja. Ja. Das drehen wir jetzt. Ja. Wer waren diese Typen? Ich halte gerade die Kamera aus, die ganzen, oder? Das sind, Weißt du nicht, oder? Es gab damals einen Haufen Piraten, weißt du? Wir stecken fest. Nein, gar nicht. Gib mal dein Handy. Was, willst du einen Freund anrufen? Fast. Ich texte Sam. Ach so. Ja. Wir machen das so. Genauso wie bei einem anderen Raum. Wozu musst du dem da jetzt hier in die Nachricht schicken? Schöne Gemälde. Wenn wir keinen Schatz finden, könnten wir sie an ein Museum verkaufen. So, finden wo ist wir jetzt? Die Sternmuster. Okay, ja. Ich meine ja nur. William Mays. Amerikaner? Ja, aus Rhode Island. Wie Thomas Two. Koppelschnalle. Na. Ach, da unten. Das hätten wir. Telefon. Hey, bist du noch im Turm? Ja, gerade wieder runtergeklettert. Was ist das für ein Bild? Sag ich dir später. Sag mir erstmal, wer ist. Also, die Delfine sind Richard Wand. Der Dreizack ist Joseph Farrell. Und die beiden Hände mit Perle sind William Mays. Gut, bleib an einem Ort mit Empfang. Wir brauchen dich bestimmt noch. Warte, Nathan. Hast du den Schatz? Nein, noch nicht. Aber ich arbeite an einem Mechanismus. Ich sag Bescheid. Bücher, Globus. Dieser Wand wirkt wie ein Gelehrter. Hey, was hast du nun hier? Er war der Kapitän der Dolphin. Puh, er und Baldridge haben wohl um die beste Perücke gewetteifert. Richard Wand, so. Ja, hier fehlt eins. Hey, Sully, hilf mir mal. Ach nee. Danke. Das gerade? Wen interessiert das? Mich zum Beispiel. Puh, sieh dir Farrells Gesicht an. Er wäre wohl lieber irgendwo anders. Entschuldigung.
Das habe ich manchmal. So, okay. Da gehen wir jetzt erstmal hier in den großen Raum. So, jetzt machen wir das Ding auf. Oh, weia. So. Wir haben... Nein. Jetzt hör doch mal auf mit der Scheiße. So. Natürlich wird das jetzt komplizierter, ist klar. So, warte. Wir haben... Was passt am ehesten dran? Der Dreier oder der Zweier? Wir haben in der Mitte beim Dreizack haben wir Gegenstücke zu. Dem haben wir kein Gegenstück. Zu dem haben wir auch kein Gegenstück, kein passendes. Zu dem auch nicht. Zu gar keinem. Hä? Nee, doch, warte. Doch, zu dem haben wir ein Gegenstück, genau. So, lass los. So, nehmen wir das Ding. So, drehen wir einmal, nein, andere Richtung. So, genau. Passt hier gegen. So, jetzt brauchen wir hier den Dreier. So. Passt nicht. Der andere Dreier ist zu weit unten. Okay. Wir merken, Dreizack quer. Ja. Nochmal, wo war das jetzt? Bin ich bescheuert. Wo drücke ich denn hier drauf? Dreizack zeigt nach links. Das war, glaube ich, auf dem Kopf. So. Okay. Und wen haben wir hier? Weißt du, ich bin wirklich geschockt, dass du das nicht weißt. Oh, ich weiß es. Ich will sicher gehen. Sam es weiß, weißt du? Er will gerne gebraucht werden, deshalb. Ach so. Natürlich. So. Da haben wir natürlich. Hier wird es natürlich noch kniffliger. Da ist wohl eine Fackel runtergefallen. Komm, mal sehen, was übrig ist. So, dann mal durch hier, Mensch. So. Ich erkenne den Kerl nicht. Er wirkt viel jünger als die anderen Piraten. Mindestens eins ist so beschädigt, dass wir das nicht. Guck mal hier. Nummer eins. Jo. Ich meine, wenn wir nur bei einem raten müssen, das ist doch scheißegal dann. So. Was denn nun schon wieder? Oh, Sam hat geantwortet. Ah. Siehst du, Sam weiß also auch nicht alles. Von ihm. Ja. Ja, ich weiß. Sehen wir uns die Gemälde an. Das Affensiegel habe ich noch nie gesehen. Ja. Kein Name. Seine Aufmachung wirkt maurisch. Haben wir so ein Viereck hier? Also momentan sehe ich noch keins. Wahrscheinlich war das auch hier dahinter, was jetzt zerstört ist. Da wird das wohl das Ding sein, wo wir raten müssen. So. Dann machen wir erstmal das Ding hier. Yazid al-Basra. Wirkt indisch. Fast. Mogul. Halt. So, wo ist das Viereck? Gabriel ausgeraubt. Ganoven-Ehre. Ja. Hier? Ob es das wirklich gibt. Genau. Ja. Edward England. Kräftiger. Das ist natürlich doof. So. Aber das schaffen wir. So. Hier war... Entweder sehe ich das wirklich nicht oder hier ist keins. Das kriegen wir raus. So. Okay. Das sollte eigentlich kein Problem sein, wenn das jetzt so ist, wie ich mir denke. So. Ach so. Warte mal. Hä?
Das ist Fragezeichen hier. Was passt hier dran? Der Vierer passt hier dran. Ja. So. Warte mal. Wieso hat der jetzt Ich dachte jetzt nur in der Mitte, da fehlt. Hier sind beides keine Namen. In der Reihenfolge. So. So, Edward England. Warte mal, wo kriegen wir hier den Hinweis? Ach so, warte. Der hat doch hier... Wo sehen wir jetzt das mit dem Handy? Die Nachricht hier vom Sam. Nachricht von Sam, Ghost. Keine Ahnung. Oder hat er jetzt durch die Nachricht von dem Ja, das hatten wir ja. Die Sterne? Aber wer bist du? Ach, das ist das, was wir gerade gesucht haben. So, wo ich kein Viereck gefunden habe. Jetzt haben wir das. Okay, ich habe die Namen von zwei von ihnen. Wir sollten das trotzdem lösen können. So, ja, mach mal hier. So, das passt dazu. So, wir müssen jetzt, warte. So passt das. Leg hin hier, komm. Na, was denn hier, leg hin. Zurücklegen, ach so. So. Genau. Na, Mensch. Ja, okay. So, da gucken wir erstmal die Waage, die muss auf den Kopf. So. Dann machen wir erstmal die Dinger hier hinten. Hier, das Ding. Der musste nach unten gucken. So, nach unten, genau. Das Ding hier, der Affe. Wir drehen den einfach mal auf den Kopf. Fragezeichen steht auf dem Kopf, drehen wir es auf den Kopf. So, das Ding. Naja, können wir einfach mal. Ich weiß noch nicht genau. Na, dann schick's doch an Sam. Wirklich? Hey, aber er ist doch der Piratenexperte. Ich meine ja nur. Okay, einmal. So, nun? Zweimal. Jo. Und das letzte. Okay, mal sehen, was er dazu sagt. Hörst du? Das sieht fast aus. Ja. Was tust du? Du hast doch Fotos gemacht. Halt mal. Also, Averys Rekruten haben ja damals wohl keine Smartphones gehabt. Na, wahrscheinlich nicht. Also wären sie nur so auf den nächsten Hinweis gekommen. Das sind Hinweise. Ja, pass auf. Voila. Okay, das sind wohl Fassadwinde.
Ja, und das sieht aus wie Breitengrade. Und ich schätze, wir packen mal wieder unsere Taschen, Kumpel. Was? Rodeus Quad Licentia. Nein, nein, das kann nicht sein. Was meinst du? Oh Gott, so offensichtlich. Nicht. Warum habe ich das nicht eher erkannt? Scheiße, jetzt spuckst du einfach raus. Wovon zum Teufel sprichst nein, du? Nein, warte mal. Sam, hast du die Fotos? Sieh mal an. Da denke ich, ich rufe Sullivan an. Und wer hebt dann ab? Wie geht's dir, Nate? Hey, Rafe. Ist eine Weile her. Woher hast du die Nummer? Hast du sie auf einem Bierdeckel gefunden? Schön wär's. Das hätte mich nur ein paar Gläser rumgekostet. Nein, nein. Ich habe ein Batzen Geld bezahlt, um euch zu finden. Ja. Ich hoffe, du hast nicht zu viel in dieses Avery-Ding gesteckt. Da gibt's harte Konkurrenz. Ja, du hast dich ziemlich clever angestellt. Aber am Ende zählt ganz allein, wer Averys Schatz zuerst kriegt. Aha, das klingt wie eine Wette. Hey, Nate, du weißt, ich stehe auf Wetten. Nur meine Partnerin. Tja, sie bevorzugt die Vermeidung unnötiger Risiken. Wow, Rafe Adler hat die Zügel nicht mehr in der Hand. Die Zeiten haben sich geändert. Hör zu, Nate. Ich mach dir ein einmaliges Angebot. Du lässt die Sache sein. Gehst heim, lebst dein Leben. Alles ist vergeben und vergessen. Wegen der alten Zeiten. Ja, so verlockend das auch klingt, Rafe. Ich muss sagen, ich bin eigentlich nicht der Typ, der aufgibt, wenn er gerade gewinnt. Okay. Rodeus Quad Licentia. Für Gott und Freiheit. Echt nette Bilder, Nate. Guter Aufbau. Du hast uns gehackt. Du hast mein Kreuz geklaut. Hör zu, Nate. Wenn du halb so schlau bist, wie du selbst glaubst, akzeptier du jetzt. Wie sieht's aus? Hör zu, es war wirklich nett, mit dir zu plaudern, aber ich hab grad noch einen Anruf. Gut, Nate. Nur noch eins. Nate! Was? Dir ist doch klar, dass eure Telefone auch GPS haben, oder? Wir sehen uns dann, Kumpel. Shit. Lass mich raten, Kerle mit Waffen sind hierher unterwegs. Sam. Für Gott und Freiheit. Nathan, weißt du, was das bedeutet? Sam, hör mir zu. Weg von der Straße, sofort. Zerstör dein Telefon. Was ist denn los? Rafe weiß, wo wir sind. Du musst dich sofort verstecken. Sam? Sam! Verdammt. Hey. Ich kauf dir ein neues. Hätte es nicht gereicht, einfach nur die Karte rauszunehmen und das Ding auszuschalten? Aber, naja, immer gleich kaputt machen. Naja, gut, okay, müssen wir wieder hier rumballern. Naja, gut, okay, komm. Wir haben die Gegner schon gefehlt. Sully. Ich glaube, das ist Sams Turm. Auf jeden Fall ist das Sams Turm. Komm schon. Hier lang. Entschuldigung. Ja, komm. Mach Platz hier, Mensch. Mach doch mal. Ja, Mensch, ich muss hier durch. Alter. Mach Platz hier, aber fluch doch mal. Wo ist Sully jetzt hingerannt? Da unten. Immer dieses blöde Gedränge, das ist ja furchtbar. Das ist ja wie im Supermarkt. Sorry, Mann. Komm, lauf den, lauf dir fremde Männer zu umarmen. Lauf! Aber keine Granaten mehr einstecken! Ja, du hast gesehen, wie ich daneben geschossen habe. Danke. Hä?
Ja, wir müssen Mumpel hier mit einsammeln mit. Vom Keller. So, gefunden war da auch noch einer, oder? Ach, du glaubst, schlauer zu sein als ich, hä? Kerl. Ja, lass mich doch mal durch hier, Mensch! Ich muss erst mal kurz erholen hier. Der ist neben mir, oder? Habe ich hier irgendwo mal eine Granate eingesammelt? Also ein Kopfschuss. Mann, Mann, Mann. Ach, die Granate. Auf den Vorgängerspinnenteilen war immer Granate werfen auf L1. Ich drücke hier auf, ich drücke auf R1, weil ich nachladen will. Aber da liegt die Granate drauf. Deswegen schmeißt er mir, jetzt weiß ich mal, sinnlos meine ganzen Granaten weg. Da ist auch einer erwischt von denen. Das ist zwar gerade eher kontraproduktiv. Ja, ich warte die ganze Zeit, dass der weiterläuft. Naja, ich muss da weg. Da sieht man, wie er drin war. Ich dachte, jetzt kommt eine Cutscene, wo wir ganz episch davon fahren. So, ich würde sagen, diese epische Autofahrt, die machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Machen wir einen kleinen Cliffhanger wieder. So, ich weiß jetzt nicht, wann er das letzte Mal gespeichert hat, ich speichere aber trotzdem. So, wir können auch mal gucken hier. 36, so, wir haben es 37, also die Autofahrt. Also wir fangen in der nächsten Folge, wenn wir jetzt verkacken sollten, hier mit der Autofahrt an. So, damit würde ich mich erstmal bedanken für heute, fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, lasst mir gerne ein Abo da und besucht mich gerne auf Twitch TV. Dort spielen wir momentan Gothic Mod Legend of Azun. Damit, Dankeschön. Ciao.